Moin Moin, hier ist der Zap. In dieser Episode möchte ich dir das Spiel Dai Yang vorstellen, dir zeigen, worum es dabei geht, wie es sich spielt und ob es Spaß macht. Und ich möchte dir damit die Informationen an die Hand geben, mit denen du selbst entscheiden kannst, ob das Spiel etwas für dich sein könnte. Was ist Dai Yang? Dai Yang ist ein Open-World First-Person-Action-Adventure mit einem starken Fokus auf Erkunden, Parkour, Schleichen und ein wenig Survival und dem Ziel der Enthüllung einer komplexen Verschwörungsgeschichte. Wir spielen ein Jet-Set-Girl mit einem besonderen Hang zu Adrenalinsportarten wie Freeclimbing. Die junge Dame wird entführt und halbtot auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Eine raue Welt erwartet sie mit wilden Tieren, verrückten Inselbewohnern und einem merkwürdigen Kult, dessen Ziele und Geheimnisse vielleicht etwas mit unserer schlechten Lage zu tun haben. Das Spiel ist bei Steam zurzeit für 16,79 Euro erhältlich. Es gibt auch einen Prolog, den man kostenlos herunterladen kann. Damit kann man als eine Art kostenlose Demo schon mal grob in die Spielmechanik hineinschnuppern. Das Spiel wird von Indiegala entwickelt und gepublished. Indiegala ist nun eigentlich bisher mehr als Keyseller-Webseite für kleine Indie-Games und Spiele-Bundles bekannt. Die Firma möchte aber mehr und mehr in die Richtung gehen, eigene Spiele zu entwickeln und zu publishen. Der Publisher hat mir freundlicherweise ein kostenloses Testmuster zur Verfügung gestellt, was aber selbstverständlich keinen Einfluss auf meine Bewertung hat. Meine Zuschauer und Leser haben oberste Priorität und ein faires Review verdient. In der Beschreibung findest du einen Affiliate-Link, wo du das Spiel direkt beim Publisher noch erheblich billiger bekommen kannst. Und obendrein gibt es noch das Spiel Downward umsonst dazu. Falls du das Spiel über diesen Link kaufen solltest, würde ich eine kleine Beteiligung bekommen und du sparst noch dabei. Aber schauen wir uns erstmal das Spiel an. Early Access und Release. Dai Yang ist bereits seit 2 Jahren im Early Access verfügbar gewesen und bisher in verschiedensten Alpha-Versionen nach und nach verbessert worden. Am 12. September ist es nun endgültig in den Release-Status gegangen und damit wurde das fertige Spiel und auch die komplette Geschichte veröffentlicht. Auch nach Release haben die Entwickler bereits einen weiteren ersten Patch veröffentlicht, es wird also weiterhin daran gearbeitet. Spieltyp Survival? Dai Yang ist kein klassisches Survival-Spiel. Du brauchst hier also kein Ark, Green Hell oder Conan Exiles erwarten. Du kannst zwar Ausrüstung, Nahrung, Verbände und ähnliches craften, aber weder wirst du eine Basis errichten, noch irgendwie den Charakter mit Skills verbessern können. Hier geht es mehr darum, die Geschichte zu erleben, die Rätsel zu lösen und einfach zu überleben und zu entkommen. Man hat keine großen Vorteile, wenn man Gegner besiegt, außer dass sie eine Weile nicht mehr im Weg stehen und einen am Vorankommen hindern. Darum ist Schleichen oder geschicktes Umlaufen und dann auf einen Berg klettern meistens die klügere Wahl. Dazu später aber noch mehr. Engine, Technik, Grafik und Sound. Dai Yang verwendet die Unreal Engine 4 und das sieht man sofort, wenn man das Spiel startet. Die Grafik ist durchgehend auf einem sehr hohen Niveau. Durch die Verwendung der sehr ausgereiften Engine ist auch nicht mit vielen Kinderkrankheiten zu rechnen. Das Spiel bietet eine gute Weitsicht und einen sehr hohen Detailgrad. Die Insellandschaften sind sehr liebevoll gestaltet und bieten wirklich was fürs Auge. Die Gegenden sind auch sehr komplex und dreidimensional und laden zum Erkunden und Entdecken ein. Durch die Nutzung von Bergen, Höhlen und sehr verwinkelten Bauwerken ist die eigentliche Spielfläche oft mehrfach genutzt. Der Sound und die Sprachvertonung von Dai Yang sind sehr ordentlich für ein Indie-Spiel. Es gibt mehrere hochwertige Musikstücke und auch die Geräusche in der Welt und jene, die unsere Dame macht, sind allesamt auf gutem Niveau. In diesem Bereich gibt es nichts zu meckern. Die meisten Elemente, aus denen die Welt gebaut wurde, sind nicht nur reine Deko, sondern sehr vieles davon ist auch benutzbar. Dies beginnt bei Kräutern zum Pflücken, geht über Wiesen und Felder, in denen man sich verstecken kann, und endet bei Gebäuden und Bergen, die man per Freeclimbing und Parkour erklettern kann. Sehr lobenswert finde ich die umfangreichen Optionen, die das Spiel anbietet. Neben zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten für die Grafik, für Sichtfeld, die Steuerung und Sound, hat Dai Yang auch 2 verschiedene Spielmodi, in denen Survival und Story unterschiedlich gewichtet werden. Und dann gibt es noch ein sehr umfangreiches Menü, in dem man den Schwierigkeitsgrad nochmal in vielen Details gezielt einstellen kann. Gameplay allgemein. Dai Yang ist wie bereits gesagt kein klassisches Survival-Spiel. Hier geht es mehr darum zu erkunden und zu erforschen und in einer extrem feindlichen Welt mit sehr begrenzten Mitteln zu überleben. Dabei hilft uns unter anderem eine gute Schleichmechanik, bei der wir uns, wie in Assassin's Creed spielen, in höherem Gras und Feldern verstecken können. Damit können wir Gegnern ausweichen oder sie zumindest besser von hinten angreifen. Wobei die Assassin's Creed-typische Knockout-Attacke hier fehlt. So einfach macht uns das Spiel das Überleben dann doch nicht. Ansonsten ist eine sehr große Ausrichtung des Spiels auf seine Parkour- und Freeclimbing-Mechaniken gesetzt. Dies ist ein großes Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels.
Unsere junge Dame hat eine Wahrnehmungsfähigkeit, die sich per Alt-Taste benutzen lässt, wenn man stillsteht. Dabei werden alle Lebewesen in der näheren Umgebung erleuchtet. An jedem Gebäude und fast jeder Felswand lassen sich damit Marker finden, die Stellen anzeigen, die das Klettern ermöglichen. Und so besteht ein großer Teil des Spiels aus Hüpfen und Klettern und vorsichtigem Auskundschaften. In diesem Bereich hat mich Dai Yang sehr stark an die ganz frühen Tomb Raider-Teile erinnert. Gespeichert wird an Lagerfeuern, die man entweder finden kann oder sich aus Holz, wenn verfügbar, selbst craften kann. So kann man nicht völlig frei speichern und laden, aber solange man genug Holz findet, hat man dann doch immer die Möglichkeit dazu. Umfang und Story. Es gibt Quests und sehr viele Zettel, Bücher und andere Hinweise zu finden, durch die sich nach und nach eine Geschichte entfaltet, die zum einen erklärt, warum wir überhaupt entführt wurden, was mit unserer Reisegruppe passiert ist, was auf der Insel so vor sich geht und wie wir dann entkommen können oder auch nicht. Die Hauptgeschichte hat drei verschiedene Enden, sodass sich eventuell auch mehrfaches Durchspielen lohnen wird. Darüber hinaus gibt es auch noch einige Nebenquests und kleinere Geschichten am Rand zu entdecken. Und das Spiel bietet auch immer wieder kleinere Geschichtchen, die nur durch die Dinge, die man so sieht, erzählt werden. Environmental Storytelling, wie man es zum Beispiel in Fallout kennt, nicht so umfangreich, aber doch vorhanden. Insgesamt kann man grob mit 15 bis 20 Stunden pro Durchlauf der Hauptgeschichte rechnen. Natürlich lässt sich dies durch ausgedehnte Erkundungen und die Nebengeschichten reichlich strecken. Kampf. In Dai Yang spielen wir ein junges Mädchen, das fast nackt in einer feindlichen Welt ausgesetzt wird. Darum ist besonders am Anfang des Spiels Kämpfen meistens keine gute Idee. Man kann natürlich kämpfen, es gibt einige Waffen zu finden und auch ein paar zu craften. Dies fängt an mit einem einfachen Stock, geht weiter mit Schraubenschlüsseln und Schlagstöcken bis hin zu Armbrüsten. Und vermutlich gibt es auch noch andere Waffen, die ich aber bisher noch nicht gefunden habe. In vielen Situationen ist das Kämpfen aber schwierig bis sehr gefährlich und damit ein Risiko, dem man eventuell lieber aus dem Weg geht oder davor wegläuft. Denn zum Beispiel als zierliche Frau mit einem Stock in der Hand, einem 2 Meter und 150 Kilo Koloss mit einer Sense in der Hand entgegenzutreten, ist nicht unbedingt die beste Idee und kann mit Amputationen enden. Weglaufen, flüchten, sich verstecken oder schnell auf einen Berg oder ein Gebäude klettern sind also wichtige Möglichkeiten des Überlebens. Wenn man es schafft, einige Zeit aus der Sichtlinie des Verfolgers zu bleiben, lässt das Interesse nach und die Verfolgung wird abgebrochen. Die technische Umsetzung und das Handling des Kämpfens ist auch für meinen Geschmack noch etwas schwammig, was die Kampfoptionen dann nochmal weniger attraktiv macht. Crafting und Survival. Wie bereits eingangs erwähnt, ist dies kein klassisches Survival-Spiel. Wir haben eine begrenzte Ausdauer, bekommen Durst und Hunger, müssen also Essen und Trinken besorgen. Es gibt Verletzungen, Vergiftung und ähnliche Nachteile, die wir entsprechend behandeln müssen. Dafür gibt es viele Pflanzen und Ressourcen, die man beim Erkunden findet. Dieser Teil ist also relativ einfach in den Griff zu bekommen, zumindest auf mittlerem Schwierigkeitsgrad. Schlafen ist kein Thema in Dai Yang. Zum Ausdauerregenerieren braucht man nur einen Moment stehen bleiben. Es gibt keine Charakterentwicklung, wir leveln also nicht, man bekommt keine Erfahrung, es gibt keine Skills, die man verbessern könnte. Wir können Werkzeuge, Bekleidung und Waffen aus einfachen Materialien herstellen. Aber darüber hinaus gibt es keine großartige weitere Verwendung der Survival-Mechaniken. Häuser bauen, Werkstätten einrichten oder derlei Dinge, wie es in fast jedem Survival-Spiel gibt, hat Dai Yang nicht. Ressourcen sammeln und verwalten spielt nur eine kleine Rolle im Spiel. Und mit Axt und Pickel losgehen, um Holz oder Erze zu ernten, gibt es nicht im Spiel. Aber das sehe ich als positive Eigenschaft, denn es wäre hier eher nur ein unnötiges Beiwerk. Das Inventar ist sehr begrenzt, sodass man gut überlegen muss, was man mitnimmt und was man liegen lässt. Später kann man Rucksäcke finden, um das Inventar zu erweitern, aber diese sind sehr selten. Die Gegenstände, die wir herstellen, haben alle eine begrenzte Haltbarkeit, können aber nicht repariert werden. Wir müssen diese also immer mal wieder neu craften. Bekleidung kann bestimmte Bonuswerte enthalten, wie zum Beispiel schneller laufen mit bestimmten Schuhen. Survival bedeutet hier also nicht Basenbau und Zivilisationen aufbauen, sondern wirklich pures Überleben. Zustand des Spiels. Nach einer langen Early Access Phase ist Dai Yang mittlerweile ein ziemlich rundes Spielerlebnis geworden. Abstürze oder andere gravierende Bugs sind mir jetzt nicht mehr passiert. Es gibt noch kleinere Baustellen, hin und wieder mal Nachladeruckler und manchmal poppen Texturen oder Gegenstände merkbar zu spät auf. Es gibt selten auch mal ein Item, das erst nach dem zweiten, dritten Mal aktivieren funktioniert, aber das ist eigentlich nicht wirklich gravierend. Das Kampfsystem ist teilweise etwas ungenau. Manchmal weicht man aus oder blockt und kriegt trotzdem Schaden. Es gibt auch Kämpfe, wo man mit den normalen Waffen nicht weit kommt, da es bei manchen Gegnern vorgesehen ist, dass man sie mit den zur Verfügung
Verfügung stehenden Mitteln in der Umgebung ausschaltet. Dies ist teilweise ungewöhnlich und manchmal ärgerlich. Ein größerer Kritikpunkt ist die Übersetzung ins Deutsche. Diese ist momentan noch eher mangelhaft. Die eher seltene Sprachausgabe ist komplett auf Englisch. Die Menüs und Items sind momentan mal Deutsch, mal Englisch und auch die Ingame-Texte sind nur teilweise übersetzt. Besonders verwirrend wird dies dann, wenn in einem einzigen Text mittendrin mehrmals die Sprache wechselt. Meinung und Fazit. Dai Young wurde mir als Survival-Spiel angekündigt und hat mich dann aber stark mit seiner ganz eigenen Art von Spielweise überrascht. Der starke Fokus auf Parkour, Freeclimbing und vor allem auch Erkunden und Entdecken von kleinen Geheimnissen und geheimen Orten ist sehr viel mehr als ein normales Survival-Spiel. Und gerade diese Bereiche sind auch die großen Stärken dieses Spiels. Wer es mag, eine unbekannte, gefährliche Welt zu entdecken und bis in die letzte Ecke zu schauen und ihre Geheimnisse zu erforschen, der findet in Dai Young höchstwahrscheinlich eine Menge Unterhaltung. Reine Survival-Fans dürfte dieses Spiel aber mit seiner Andersartigkeit überraschen und eventuell abschrecken. Mir hat die Mischung aber sehr gut gefallen. Auch wenn ich persönlich mir teilweise eine etwas bessere Kampfmechanik gewünscht hätte. Aber dies hätte den Fokus des Spiels weg von Schleichen und geschicktem Ausweichen hin zu Prügeln und Ballern verschoben. Vermutlich ist genau dies nicht gewollt. Die Welt ist hübsch und interessant, die Geschichte spannend. Sie weckt in mir den Wunsch, weiter zu forschen und die Geheimnisse um den Kult auf der Insel aufzudecken. Wertung. Betrachtet man das niedrige bis mittlere Preisniveau, in dem Dai Young angeboten wird und berücksichtigt am Rande, dass dieses Game von einem kleinen Indie-Team gebaut wurde, halte ich es für ein gutes Spiel. Es hat seine Ecken und Kanten und man muss auch auf diese Art von Spiel vorbereitet sein. Aber wenn das passt, dann denke ich, ist es sein Geld wert. Alles in allem möchte ich Dai Young eine 80% Wertung geben. Es macht die meisten Dinge gut, aber nicht herausragend. Aber besonders der Parkour-Teil des Spiels ist eine seltene Besonderheit und wenn man genau so etwas mag und sucht, könnte diese Wertung sogar noch 5% nach oben gehen. Durch technische Kleinigkeiten ziehe ich 3% ab und für die mangelhafte deutsche Übersetzung dann nochmal 5%. Letzteres sollte man ignorieren, wenn man Spiele sowieso lieber mit englischer Sprache spielt. Damit ergibt sich eine Endwertung von 80-3-5%, das ergibt dann eine 72% Wertung. Dies kann je nach Interesse für Parkour oder Sprachwünschen etwas besser ausfallen. Wie gefällt dir die Inselwelt von Dai Young? Möchtest du gleich losklettern und die Inselwelt erforschen oder lässt dich das eher kalt? Über deine Meinung in den Kommentaren würde ich mich sehr freuen. Auch wenn du sonst Feedback zum Test loswerden möchtest, schreib mir, ich lese und antworte dir gern. Wahlweise auch auf meiner Homepage zapzock.de, wo es alle Beiträge und viele weitere News und Themen auch immer in schriftlicher Form gibt. Falls du diese Episode so richtig schlecht fandest, weißt du, was du tun kannst. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben. Solltest du noch nicht abonniert haben, denk mal drüber nach, dies zu tun. Und dann klick auch unbedingt auf die Glocke daneben, um nichts zu verpassen. In der Videobeschreibung kannst du dich auch für ein Newsletter eintragen und damit direkte Benachrichtigungen erhalten, falls die von YouTube mal wieder versagen, was sie leider sehr oft tun. Dann wünsche ich dir noch einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.